Das Dieters Wälder Podcast. Spannende Geschichte von besonderen Leuten. Servus, ich bin der Dieter und haben dich eingeladen in Elias Podcast. Also wirklich ganz, ganz spannend. Fasziniert hat mich auch wirklich sein Fokus, seine Energie. Also wirklich an einem Projekt, an einer Idee zum Schaffen und immer eine große Vision zum Hin. Was da alles passiert, ist wirklich unglaublich. Und fast verständlich, gell, dass ich das als EU-Sendung gebracht habe. Ich habe ein paar spannende Fragen gehabt. Was erwartet ihr jetzt? Und zwar, ich habe gefragt, 3 Tipps, wie wird man erfolgreiche Influencer? Wie schafft man es, 400.000 Abonnenten bei YouTube zum Hin? Wie schafft man es, 380.000 Follower bei Instagram hin? Wie geht er mit dem Globo um? Hat er schon mal einen Schutzengel gehabt? Und vor allem die Auffassung vom Stopfermacher mit seiner Freundin, der Sarah und ihm, die sieht ganz anders aus. Also, ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß und genießt den Podcast mit mir und Elias Schwärzler. Drüber dürfen wir jetzt raten, was geht es zum Znüngerer bei der Sendersakademie bei Elias Schwärzler? Bananen, Bier und Äpfel. Das heißt, Ernährung ist auch beim Radsport wichtig. Oder wie gehst du mit dem um? Oder gibt es bei dir eine Pizza so? Bei mir gibt es definitiv auch Pizza. Sarah macht zum Beispiel immer Pizza Sonntag. Am Sonntag macht Sarah immer Pizza. Ich meine, du musst das ein bisschen unterscheiden. Ich bin ja mal Tour de France gefahren. Ja, Etappe vor der Tour de France für. Als reiner Spaß. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nein, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe das Jahr das erste Mal ein Rennrad gekriegt und nachher eine direkt drauf Anfrage gekriegt von einer Uhrenmarke, ob ihnen nicht für sie also Kooperation so ein bisschen eine Etappe vor der Tour de France fahren will. Ja. Und nachher ich halt direkt halt zugesagt und ich halt ich gewisse was im Zweifelsfall sehe ich auch ja. Genau, im Zweifelsfall sage ich immer ja, nein. Und das war dann tatsächlich relativ wild, weil ich bin ja wirklich noch nie in meinem Leben wirklich Uwes gefahren. Also bei mir geht alles nur geradeaus oder abwärts. Ja. So, und nachher eine Tour de France war dann ist angestanden und ich habe auch nicht wirklich trainieren können, weil wir relativ viel da zum Durchkettern und weil wir noch in Japan waren davor und in Bolivien waren. Und nachher bin ich eine Tour de France gefahren mit 4600 Höhenmeter und 160 Kilometer. Und ich glaube, aber die Distanz ist nicht so das Problem, aber die Höhenmeter. Und dort muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich so ein richtig cooles Erlebnis, weil ich ab 70 Kilometer eine durchgehend Krämpfe hatte dafür. Ich bin davor, bin ich ca. 20 Mal Rennradfahrer gegangen. Ja. Und ja, wirklich, also das war weit über dem Limit, aber ich habe in dem Moment auch mega gemerkt für meinen Kopf, was alles möglich ist. Wenn du irgendwas willst, dann schaffst du mit dem Kopf alles. Und das habe ich dort gemerkt, weil dort war ich, Entschuldigung, ich rede wie ein Wasserfall, gell, wenn ich mal drauf bin. Darum ist Podcast geeignet. ja, das ist wirklich ein super. Ein Wasserfall im Podcast. Ja, genau. Ich bin beim zweitletzten Pass, bin ich da mal inklickt, also in der Klickszene, bin ich umgeflogen, weil ich so fertig war. Und nachher habe ich gedacht, okay, jetzt blieb ich 5 Minuten liegen. Und für mich waren das wirklich gefühlt nicht mehr wie 5 Minuten, wirklich nur 5 Minuten. Und dann habe ich auf meinem Garmin, auf meiner Uhr, habe ich dann am nächsten Tag geguckt, aber wie meine Werte und so weiter waren. Und nachher hat die angezeigt, dass ich da Thomas stundenlang gelegen bin. Ich habe mein komplettes Zeitgefühl voll, es war immer weg. Genau, und ja, das echt war ganz spannend. Ja, voll. Also, Tour de France. Also, du kommst in Sachen, Alter, du eroberst wirklich jetzt die Welt, kann man sagen. Du hast gesagt, Bolivien, und du bist in Japan gesehen, ich meine, das Video nicht gesehen. Du gehst einfach auf Japan, aber du bist Türkei gesehen. Ja. Wie kommst du zu dem, dass du da hinkommst? Ruft man die da an, dass du sagst, nee, ich will das tun, und dann Sponsoren sagen dir, du, hey, Elias, Köfferle packen, auf geht's. Also, das Coole ist, du kannst dir das wirklich so vorstellen, wie früher, wo man ein Kling gesehen ist, hört man der Globus dreht, und der hat mit dem Finger drauf gezeigt und hat gesagt, ja, ich will mal. Und eigentlich genau gleich läuft es böse. Also es ist wirklich wie ein Traum eigentlich. Wir haben für unsere Sponsoren haben das Budget und mit dem Budget kann ich tun, was ich will. Also das heißt, ich kann entscheiden, keine Ahnung, was hast du für einen Vorschlag? Das können wir als nächstes eingehen. Und das ist halt wirklich das Coole. Wir gucken uns da halt im Internet, haben wir so Suchverläufe wie schönste Gebirge der Welt oder irgendwie schönste Sehenswürdigkeiten der Welt. Dann suchen wir das raus und dann gehen wir da rein. Genau. Also, gut, da kann er weiterhelfen, da gehst du am besten das Lerchnertal.
Ja, das ist es. Jawohl, das kann ich schon so sagen. Machen wir eine Aktion im Hochrad aber. Ja, genau. Aber muss man ja, also am Punkt, der man dort tatsächlich nicht vergessen darf, also Vorarlberger, sagen wir mal, Österreich ist schon ein gewaltig schönes Fleckle und das darfst du schon nicht vergessen. Also das heißt, so Gebirge, wie es halt in Österreich gibt, oder auch, sagen wir, also den Alpen, sagen wir, Schweiz gehört da ja auch dazu und so weiter, das ist schon verdammt, verdammt schön und so muss man sagen, logisch, es gibt Japan, wo mir jetzt enorm gut gefallen hat, Bolivien, wo enorme Weiten hat, aber ja, Österreich ist schon ein schönes Fleckle. Wie also du kommst wirklich die Welt runter, aber du schätzt es auch, dass natürlich unsere Region auch ein besonderes Fleckle ist. Auf jeden Fall, ja. Türkei bist du gesehen, da hast du irgendwie ein Video gemacht, wo du mit dem Fahrrad da runterfährst, das hat ausgesehen wie ein Märchenland, 100 Ballonen in der Lüfte da mal. Hey, was ist das denn gesehen? Ja genau, da geht's also ganz spannend, oh, da sind wir auch drauf gekommen, wo man einfach nur im Google-Link tippt, was gibt's für Sehenswürdigkeiten. Und da gibt es tatsächlich eine Region in der Türkei, die nennt sich Kappadokien. Und dort sind jeden einzelnen Tag, also jeden Tag im ganzen Jahr, sind da 150 Heißluftballone da oben. Und das ist so ein richtig schönes Gestein, wo so richtig schön fällt. Und drum schaut das aus wie gemalt. Also dann einfach 150 Heißluftballone, das ist mittlerweile ein riesen Tourismus. Und das Coole ist halt, vielleicht auch als Urlaubstipp, du bist voll schnell runter in der Türkei. Also 3 Stunden Flug auf Istanbul und nachher bist du runter und geht auch voll schöne Hotels, so Burger drin und so. Ein guter Kollege ist der Ottmar Bircher, mit dem gegangen Film und gehen mit dort gefahren. Ja. Der ist auch schon rings um die Welt bei Ballon fahren gegangen. Also der ist schon dort unten gesehen, der einzigartige. Also wirklich gewaltig schon, ja. Ja, ist halt wirklich, du kannst deine Träume leben. Ja. Und das Spannende ist, ja, das Ding Beruf, ich habe schon gesagt, den hätte es ja vor 10 Jahren noch gar nicht gegeben. Ja. Also wahrscheinlich Berufswunsch im Bregenzer Wald. Mittlerweile ist es so, ich gehe jetzt zum Moisberg, ich gehe zum Alp, also Doppelmeier, oder ich werde doch Pistenwalzerfahrer. Es gibt noch mehr. Ja, voll. Also, ich glaube, ich bin da vielleicht ein bisschen extrem, aber ich sage halt wirklich, dass halt wirklich alles möglich ist. Und ich sage, wenn man Zeit und Energie aufwendet, dann kann man alles wehren und alles singen, was man sich vorstellt. Du bist wirklich der lebende Beweis, dass das geht. Ja, vielleicht. Ich meine, ich bin mit einem Zufall da reingewachsen, mit einem Zufall da reingerutscht, sagen wir jetzt mal so. Aber danach, genau, wenn du irgendwie jetzt geht tust und dann das Vollgas tust und voll dahinter stehst und Gas gibst, dann kannst du alles machen, was du willst. Genau. Du hast gesagt, das ist alles genau geplant. Es sieht natürlich viel atemberaubend aus, also diese Videos, wo jetzt so ein Grat gefahren bist mit dem Ding, wo ich denke, aber hallo, das kann ich, das darfst du meine Mama nicht mehr zeigen. Hast du mal einen Schutzengel auch schon gehabt? Oder ist der mit dir dabei? Boah, ich glaube, du brauchst Schutzengel und Schutzengel sollen immer dabei sein. Also ich bin da schon guck mal, du musst alles wieder sehr relativ sehen. Jetzt wenn ich auf so einem ganz schmalen Grat runterfahre, dann sage ich dir, guck mal, ich bin mit dem Fahrrad aufgewachsen. Ich kann da, wenn du willst, kann ich da auf dem Gehsteig da drunter hundsgenau auf einen Millimeter genau fahren. Ja, und jetzt muss ich halt einfach alles links und rechts ausblenden. Und ich kann es ja da runterfahren. Und das da drüben ist halt trotzdem noch 30 cm breit, weißt du, Mann? Und dann. Das ist trotzdem 30 cm breit. Aber wenn ich jetzt da draußen denke, auf dem Zebrastreifen oder irgendwie da auf dem Randstuhl, kann ich trotzdem ewig lang fahren, weißt du, Mann? Also, das heißt, du musst einfach nur, da geht es einfach nur um das, dass du dir selber bewusst wirst, was kannst du und dass du alles rund um dich auch ausblenden kannst. Weil eigentlich ist ja wirklich, das fahre ich normalerweise gerne Mändle. Und das muss man halt ja, so gut einschätzen können und dann kann man sich auch auf sich selber vertrauen. Also du fährst wesentlich besser Fahrrad, als viele Menschen laufen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass es auf jeden Fall einige Situationen gibt, wo ich mit dem Fahrrad lieber Rabe fahre, wie zu Fuß. Das ist echt cool. Jetzt, Elias, jetzt hätte ich eine Frage, und zwar, du inspirierst mich auch. Jetzt mache ich 3 Jahre Servus Dieters Welt Podcast. Ich habe natürlich auch Social Media zum Nutzen, weil mittlerweile ist ja diese Kommunikationsgeschichte. Das Thema bei mir ist, der Podcast ist im Internet irgendwo versteckt. Da müssen ja die Menschen sichtbar kriegen oder hörbar, außer nie. Und somit habe ich Instagram. Instagram habe ich 630 oder 660 Follower in 3 Jahren aufgebaut. Denke ich, du für den Bregenzer Wald nicht so schlecht. Facebook kenne ich etwa dasselbe. Ja. Auf YouTube bin ich bei 260. Ja. Und der kleine Unterschied vom Dieterlein zum Elias ist, du hörst
375.000 Follower. Auf YouTube herrscht du 405.000 Abonnenten. Ja. Herrscht ein Video, das man gemacht hat mit einem Dreamgirl, wo du dein Dreamgirl gesucht hast. Ja. Ein cooles Video mit 16 Millionen oder 30 8, Millionen. 30 ja, genau. Millionen. Ja. Was muss ich da tun? Natürlich, ja. klingt witzig gefragt oder formuliert. Ja. Ja. Das muss ich auch Videos machen oder muss ich coole Interviewpartner, also wie du wirst, dass das durch die Decke geht? Mhm. Abgesehen von dem, dass mir jetzt nicht wichtig ist. Sondern, ja. Aber was muss ich da tun? Oder da mache ich irgendwas falsch? Ja. Also, guck mal, ich sage da ganz einfach dazu, enorm viele Wege führen nach Rom, sagt man ja so gut. Ja, ja. Und genau gleich ist das mit Social Media auch. Weißt du, man, es gibt nicht die Geheimwaffe und die Lösung des Salz und nachher das Pülferle drauf. Genau, das Pülferle drauf und nachher 15.000. Genau. Oder muss er eine Stunt-Geschichte machen? Genau. Ich meine, natürlich eine riesen Einschränkung jetzt in dieser Richtung hast du natürlich mit dem, dass das Ganze für den Bregenzer Wald zugeschnitten ist, im Bregenzer Wälder Dialekt. Aber du musst natürlich denken, guck mal, du musst das natürlich immer in einem gewissen Rahmen heben. Die Leute, die verfolgen, die wirklich aktiv. Du musst denken, wenn ich aber 370.000, 375.000 Follower auf Instagram, ja, aber von deren 375.000, da sind halt wahrscheinlich 150.000 schon gerne mehr aktiv. Weißt du, und du hast halt wirklich alle von den Follower sind aktiv, das sind Bregenzer Wälder, da ist keiner aus Amerika zum Beispiel oder keiner, wo in Deutsch spricht, sondern jeder kennt den. Also das heißt, da ist ja das Mini-Influencer, gibt es ja auch relativ viele, die auch relativ viel aussagen. Aber grundsätzlich sage ich, ja, für mich ist es so, dass enorm viele Wege zu dem führen und es ist auch so, für mich ist, was ich mittlerweile gelernt habe, hey, das blöde Follower, das ist nicht alles. Also das heißt, das ist einfach nur logisch. Überbewertet. Ja, überbewertet, das ist so ein bisschen, ich glaube, du musst für dich selber überlegen, was willst du denn überhaupt? Genau. Und bei mir ist es halt einfach so, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mit der Senders Academy, hey, lieber helfe ich weniger Leute richtig, richtig viel weiter, dass sich durch das ihr Lehrer verändert, anstatt dass ich, weiß nicht was, Millionen von Leuten nur minimal weiterhelfen oder einfach nur, wie wir vorher gesagt haben, Autogramm gibt zum Beispiel. Das ist mir mittlerweile nicht mehr so viel wert. Grundsätzlich, ja, wenn du eine Gaudi hast mit dem Podcast machen, ist doch das super. Und ich glaube, es würde jetzt auch nicht passen, wenn du jetzt mit Cristiano Ronaldo einen Podcast machst im Wälder-Style. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber ich nehme dich als Translator. Erstens hättest du deinen Kindertraum erfüllt. Ja. Und ich könnte mal ein International Podcasting machen. Ja, genau, ja. Und mit dem, dass es ja eine KI gibt, dann könnte man das Wälderisch, ich meine, ich kann ja auch Deutsch sprechen, auch das ist auch schwer authentisch. Oder? Ja, voll, aber es darf funktionieren. Ja. Nur natürlich, mein Herz, meine Seele ist für dieses Format, da müssen wir mal andere Ideen. Ja, voll. Du, jetzt eine Idee. Drei Tipps noch nicht für mich, um meinen Mikro-Podcast weltweit berühmt zu machen. Es gibt ja viele Influencer und viele Gucker, um dort das schnelle Geld zu machen. Funktioniert das oder wie schätzt du das in, das Influencer-Leben? Ich meine, du führst ja auch ein kombiniertes Influencer-Leben. Ja, also hundertprozentig funktioniert das, aber nur, wenn du hundertprozentig Energie da drauf legst. Und wenn du dein ganzes Leben da drauf legst, dass du Vollgas da besser werden willst und dass das Ding Leidenschaft ist. Und dann funktioniert das. Und auch vielleicht das Thema Influencer, das Wort ist ja ein bisschen verrufen, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere es. Warum? Influenzen heißt ja, ich tue die beeinflussen und ich tue die auch, blöd gesagt, zum Positiven beeinflussen. Und wenn ich die zum Positiven beeinflusse, dass du rausgehst, dass du Rad fährst, dass du dein Handy auf die Seite legst, dann tue ich ja was Gutes. Und deswegen sehe ich das als was Positives. Drei Tipps zum jetzt viral gehen oder halt zum dessen Ding einen Beruf zu machen. Der erste Punkt ist, ohne dass das Ding eine Leidenschaft ist, wird das nichts werden. Also das heißt, nur weil du jetzt sagst, ich will bekannt werden, weil ich viel Geld verdienen will, weil ich bekannt sein will, dann wird es nicht gehen. Du musst irgendwie was tun, das du ultra gern tust, weil, warum, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, und das ist Kontinuität. Ich weiß nicht, wie regelmäßig du einen Podcast machst, aber das Thema ist... Pro Monat einmal. Und wenn man jetzt international geht oder wenn man jetzt sagt, man will das wirklich ordentlich machen, dann muss ich jede Woche 2-3 Podcasts haben. Also das heißt Regelmäßigkeit. Und die Regelmäßigkeit kommt wieder auf Punkt Nummer 1. Das kannst du nur machen, wenn das Ding Hobby ist und wenn du das ultra gern tust. Das ist das Gleiche mit Radfahrer. Hey, bei uns ist einfach, es kommt jeden Tag, kommen 1-2 Posts. Jede Woche kommen 1-3 YouTube-Videos. Zack. Und wenn du das machst,
wenn du das gern machst, dann kannst du das auf deinem Level machen und dann kannst du das cool machen und lässig machen. So, und das sind die zwei Punkte. Und dann ein Punkt, der ist auf jeden Fall, denk nicht drüber nach, was dir gefällt, sondern denk drüber nach, was andere Leute gefällt. Also das heißt, logisch tut sich das jetzt ein bisschen bekämpfen mit dem ersten Punkt, wo ich gesagt habe, es muss die Leidenschaft sein. Aber es ist so, wo ich angefangen habe, um die ganzen Videos zu machen, habe ich mir überlegt, wie kann ich ein Zusammenspiel machen zwischen dem, was mir enorm gut gefällt und was andere Leute anschauen würden. Und da haben wir jetzt zum Beispiel einen ganz klaren Punkt, was du vorher gefragt hast, sollen wir das jetzt als Video machen oder als was nicht was? Mhm. Heutzutage Video und ein besser Kurzvideo. Innerhalb Videos in der Länge von 10 bis 30 Sekunden, dann hörst du es. Und der vierte Punkt, und das ist sicher einer der größten, das ist der Hebel, den man hat mit erfolgreicher Persönlichkeit. Und wenn du die Punkte vereinst, dann wird es laufen. Der Algorithmus, was da geht, ja, hat dem eh das Gefühl, der hat mir immer eine Blockade. Wenn ich jetzt ein Dings mache, dann habe ich mal, oder das TikTok-Thema, oder? Ja. Dann schickst du jetzt raus, ja, dann habe ich 240, wurde das auch gut. Mhm. Und das nächste User sind es 1500. Ja. Und nochmal habe ich jetzt eine lustige Episode gehabt, und zwar 20.000 gehabt. Ja. Ich komme mit euch raus. Ja, soll dir was sagen? Sag mal's. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen direkt, oder du wirst jetzt... es ist nicht im News sein. Ja, genau. Ist egal. Und zwar, der Algorithmus, kannst du dir einfach nur vorstellen, wie die versammelte Masse, die da draußen unterwegs ist. So, und wenn das Video halt jetzt keine Aufrufe hat, dann interessiert es die Leute draußen nicht. Und Punkt. Punkt. Da gibt's nichts anderes. Ja, wenn ich 5 Videos hintereinander mache, die nur 1000 Aufrufe haben, ja, dann muss ich aber schnellstens damit aufhören und jetzt anders machen. So, und das ist halt der Punkt, den du mit der Zeit lernst. Zum Beispiel auch in der Sanders Academy, wenn man das ganz genau aufgeschrieben, was die Punkte sind. Also da gibt's noch 100.000 Punkte, was man da, aber wie man das noch besser hacken kann. Aber das, was ich sagen will, ist, wenn der Algorithmus das Video nicht ausspielt, dann heißt das sozusagen, dass die Leute das Video nicht cool finden. Ja, und dann musst du was anderes machen. Ganz ein neufacher Parameter. Ja, ja, und alle, weißt du, man, viele denken dann wirklich so, boah, der, wie du gesagt hast, boah, der Algorithmus mag mich nicht und der blöde Algorithmus. Der Algorithmus ist eigentlich eine Versammlung von Menschenmengen. Und das muss man halt verstehen. Und wenn man das hat, dann, genau. Wenn du in eine Herrschaft wie Meta Geld einschiebst, was passiert denn? Dann gefällt es ihnen mal. Oder einer, was Geld wahrscheinlich. Ich meine, du musst natürlich immer, das Thema muss man natürlich immer auch ganz neutral sehen, weil das ist, jede einzelne Firma muss irgendwie Werbung machen, damit sie gesehen wird, oder? Mhm. Also das heißt, grundsätzlich ist ja, musst du ja selber, wenn ich selber zum Beispiel, ich habe vorher eine Geschichte erzählt mit dem, dass ich alle Videos habe mir probiert zum selber machen, weil schlussendlich, und das habe ich nicht gesagt, schlussendlich ist es so, dass ich mein Video ja verkaufen muss. Das heißt nicht verkaufen im Sinne, ich brauche Geld dafür, aber ich brauche Aufrufe dafür. Ich muss es an Leute verkaufen, damit die das anschauen. So, also ich sehe mich selber eigentlich als Verkäufer, wenn ich das Video mache, oder? Verstehst du, was ich meine? Und jetzt ist es so, das Gleiche ist es mit dem Meta-Geldgier oder das Ganze unterstützen mit Werbeanzeigen. Ja gut, ich kann das so in der Richtung, könnte man das pushen, wie jede andere Firma Werbung macht, wie der, wo du vorher gesagt hast, der Meusburger, der schaltet die Werbekampagne und der schaltet die Werbekampagne und so kannst du natürlich das unterstützen, dass auch dein Produkt mehr gesehen wird. Genau. Im Prinzip simpel. Im Prinzip simpel, genau. Wie früher, wie es immer gegangen ist. Ja. Früher ist halt das Gemüsepleite gewesen. Ja, genau, richtig. Ja, es ist so. Na, genau. Und jetzt ist es halt das Thema. Genau, richtig, ja, voll. Also wir denken zu kompliziert, glaube ich. Ja. Wir denken zu kompliziert und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist, wir denken uns zu viel darüber nach, was andere Leute über uns denken können. Und das ist meiner Meinung nach der größte Punkt. So, boah, kann ich das jetzt machen? Weil was denkt mein Nopo jetzt da gerade? Das ist ja auch, haben wir gerade vor einer Pause noch ganz kurz drüber gesprochen. Von dem hast du dich befreit. Genau. Ja. Und ich glaube, da können Mama und Papa stolz auf dich sein und da musst du nichts mit verstecken. Obwohl es natürlich, es ist so, die Mentalität von uns prägend zur Welt drinnen, die sind halt ein bisschen, klingt eingeschränkter, aber man kann es auftun. Der beste Beweis bist du. Ja. Wenn wir zum Thema jetzt nochmal wieder zurückkommen, das Thema Elias und privat. Ja. Also was heißt privat? Also in der Richtung, ihr seid ja kennenlernen dürfen, die Freundin. Ja. Es hat ja ein Video gegeben, das heißt Dream, wie heißt es? Dream My Girl. Dream Girl. Ja, My genau. Dream Girl. Genau. War das Video, wo du noch zu den Freundin gekommen bist? Also es gibt tatsächlich zwei Teile.
Und beim ersten Teil war es noch nicht Sarah, aber beim zweiten Teil dann war es dann, dann die Sarah. Und dort haben sie geschnappt dann tatsächlich. Und dort ist er aber nicht davon gesprungen. Zum Glück nicht, ja. Glück hätte, also das heißt auf YouTube, ja. My Dream Girl oder ja, genau, Hack, richtig. Ja. Dann können da, Elias Hackspiel sehen, geht schon, Elias. Ja, ja, voll, ja, ja. Dann kann man wirklich Sarahs her, deine, ja, genau, Freundin. Ja. Wo hast du wirklich durch dein Tun kennengelernt? Boah, wir haben uns wirklich tatsächlich beim Radfahrer kennengelernt. Ja, Zara ist schon viel im Brandental da, man fährt selber auch viel Fahrrad. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt, ja. Mhm. Ja, voll. Sie ist ja auch, wir haben da in der Pause kurz geredet, ja, geht Unternehmerin, aber ja, die ist nicht, wo den Hass vermarktet, sondern die macht ganze Zeug, oder? Genau, richtig, ja, voll. Na, das taugt mir jetzt auch zum Beispiel voll. Zara hat ihr eigenes Geschäft, hat eine eigene Kosmetikfirma, wo sie, ja, gemeinsam mit, tatsächlich relativ spannend, mit Ingo Metzler, mit Metzler Molke. Echt, mit los, Ingo, ja, genau, ja, dort lässt sie ihre Produkte herstellen, Posta Skincare heißt das Ganze. Und ja, ist halt alles voll regional hergestellt, beim Ingo direkt bei auf Honig, und das macht sie echt super. Da ist jetzt schon ein Haufen, ich hatte tatsächlich auch Händler im Bregenzerwald, also okay, im Hofhus Zlingenau, ja, glaube ich, im Rahr, jetzt schreit sie gerade um, glaube ich. Glaub, Badhaus. Im Badhaus, da haben wir es, genau. Im Badhaus. Und im Rahr, und wo noch? Sarah? Sie ist auch noch da, weißt du? Also ja. Da hört man mit um 5 Uhr auf schaffen. Ja. Ja, bis zu Abend um 7 Uhr. Ja, genau. Ja. Ich habe 3 Händler. Du musst da komm ganz schnell um, wenn wir reden. Hallo. Sarah, schön, dich zu sehen. Jetzt weiß ich, dass du 2 Teile brauchst, hast du das Dreamgirl, weil ja, im ersten Teil, das ist nochmal fantastischer geworden. Ja, ja, ja. Also, ja, Gott sei Dank bin ich hängen geblieben. Ja. Ja, Glück gehabt. Du machst wirklich die Geschichte und lässt es bei Mingo produzieren. Genau, genau. Was sind da die Highlights? Von dieser Kosmetikgeschichte, gibt es da was für Männer auch, oder ist es nur für Frauen? Also es ist rein theoretisch Unisex. Es verwendet Elias auch sehr, sehr gern mit. Also es ist wirklich für Mann und Frau. Also es ist mein Lieblingsshampoo tatsächlich. das ist tatsächlich eine witzige Anekdote. Aber nur, wenn die Sarah es hingeschmiert, oder? Ja, es braucht es gar nicht. Es ist tatsächlich eine witzige Anekdote. Und zwar, mein Duschgel, das in der Dusche gestanden ist, wo dann Sarah ihr Duschgel gebracht hat, hat Sarah mein altes Duschgel ausmachen müssen, weil ich nur noch das von der Sarah nähern wollte. Das war dann relativ spannend. Ja. Genau. Na, aber was hat Sarah als Handcreme, Duschgel, Gesichtscreme, Feuchtigkeitscreme, Handcreme, also alles, was da dazu Aber da gehört. Kommen wir wieder genau zum Gleich. Oder? Wenn ich ein Posting mache und es muss 500 Leute angucken, dann interessiert es jetzt. Wenn du also ein Shampoo herrschst und man will, der Elias sagt, lass mich singen. Als Produkt muss halt auch jetzt singen, oder? Denke ich. Oder? Und das ist so Mund auf. Ja. Wenn ich zwei jetzt gerade nebeneinander. Natürlich, ihr seid sehr jung, ist aber so ein Thema in diesem Business, wo ihr seid. Also an einer Familie kann man sich so als. Hat das Platz grundsätzlich, zu einer Beziehung zu führen, weil ihr seid ja rund um die Uhr sind ihr unterwegs. Oder? Ja, ich meine, das ist schon immer so ein Thema. Ich meine, bei uns ist ja ganz klar, dass wir jetzt sagen, jetzt haben wir einen vollen Fokus aufs Schaffen und jetzt. Ich muss auch ein paar Mal sagen, sage eigentlich auch die ganze Zeit, ich bin auch froh, dass ich zum Beispiel wirklich Zara her, weil das, was wir machen oder ich mache in der Intensität, das muss auch zuerst mal jemand mitmachen, weil das ist halt 24-7, jeder einzelne Tag, Montag bis Montag, also Samstag, Sonntag, immer vom 8. bis um 11. arbeiten und das jeder Tag. Um 11. komme ich home und ja, dann war es das. Gute Nacht, und, my dream girl. Genau, richtig, ja, voll. Und ja, und von dem her ist das jetzt schon Thema. Logisch ist, mögen wir das Ganze schon so aufbauen, dass man dann natürlich, dass das Ganze dann natürlich auf eigenen Beinen steht, das Ganze, und dass man dann auch ordentliche Familie und so gründen kann. Dass aber, ihr dann wirklich auch, klingt dann Zeit für euch dann. Auf jeden Fall, nicht können. Ja. Aber man muss halt natürlich sagen, also diese Intensität, wo man unterwegs ist, das kannst du halt auch ewig machen. Also das heißt, das ist schon so, das ist jetzt so auf, das kannst schon mal 10 Jahre lang machen in der Intensität, was wir machen, aber das kannst du halt auch heute ein Leben lang machen. Also das heißt auch, das Jahr jetzt zum Beispiel ist halt so gesehen, ja, das Jahr ist zum Beispiel so gesehen, dass Sarah und ich keinen einzigen Urlaubstag hätten. Also das heißt, wir sind einmal bei einem einen einzigen Tag, haben wir einen Tag, wo wir bei einer Veranstaltung in Leogang gesehen sind, sind wir einen Tag in einer längeren Hotel geblieben. Aber sonst haben wir das ganze Jahr keinen einzigen Tag Urlaub gehabt. Ja. Genau. Also das ist Konsequenz, das muss ich euch zeigen. Das ist, und das sieht aber niemand, gell? Was da wirklich der. Hey, ja, voll, aber ich muss ehrlich sagen, es muss, also mir ist ja wurscht, ob es jemand sieht. Also ich hätte gedacht, in der Türkei, wo du
Bist du den Ballon rausgesprungen? Ja, 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 voll. Also der tust du sehr wie Urlaub. Ja, das ist tust du sehr wie Urlaub. Aber da muss ich auch dazu sagen, mir ist es auch wurscht, was man, wie ich vorher auch gesagt habe, mir ist wurscht, was jemand über mich denkt oder bei mir denkt, dass ich Halligalli mache oder dass ich nur Blödsinn mache. Ganz ehrlich, mir ist es wurscht. Das ist ja mein Leben. Und ob ich jetzt schaffe oder nicht, das ist ja mein Ding. Genau. Also mein Kollege Obmar ist natürlich ein Ballonfahrer. Also ja. Wenn wieder mal rauszuspringen wird und das Ziel wäre, weißt, was falsch im Lerchnertal. Im Lerchnertal landen. Ich will mit dem Fahrrad auf dem Ballon da mal fahren und nachher mit dem falschen Mal springen. Also wenn er das kann, ich weiß nicht, ob er das jetzt gerade hört. Also wenn er das kann, dann... Auf dem Ballon fahren? Genau, also das heißt, zuerst beim Aufgehen habe ich mich auf dem Ballon da mal anbünden, dass ich mich durchgegangen, dann auch auf dem Ballon da mal stau und nachher über einen Ballon runterfahren und nach dem Fallschirm landen. Ja. Genau. Also, dieser Auftrag wird einmal geprüft. Wie gesagt, nichts ist unmöglich. Das haben wir schon gelernt. Also, lieber Obmann, wenn du zulässt, da kommt er auf dich zu. Sensationell, ja. Ja, ist echt ja. Cool. Ich darf ganz kurz Kling weitermachen. Es geht ja weiter bei dir. Und du hast im Prinzip da auch so ein Whiteboard, wo jetzt also voll gekraxelt ist. Und ich habe gesagt, ja, ich hätte gestern die Kurs, weil das war noch voll gekraxelter. Ich habe auch manchmal ein Whiteboard, das mache ich dann komplett weiß und fange wieder neu an. Mhm. Aber was ist auf diesem gestrigen Whiteboard da mal gestanden, wenn du das zeigen willst? Ja. Was ist Dinge oder eure Mission oder Vision? Ja. Was hast du denn vor? Also grundsätzlich... Gross drüber steht eigentlich, ich will da Radsport weiterbringen und ich will so viel wie möglich Leute positiv inspirieren und positiv weiterbringen. Was so als dazugehört, die große Vision von mir ist, ich will wirklich so ein Internat, sowas wie Skigymnasium Stams, sowas fürs Radfahrerbuch. Also wirklich eine Schule mit schulischer Ausbildung kombiniert mit einer super Radfahrerausbildung. Genau, das wäre natürlich super, das in einem eigenen Bikepark zum Hin, mit eigenen Bikestrecken und mit eigenen Fahrrädern dazu. Und das ist so ein bisschen die Vision, die dahinter steckt. Und ja, ich glaube, da ist jetzt ein langer Weg dabei, aber da geben wir Gas. Genau. Aber normalerweise müssten da ja Bundesländer oder Staaten dahinter stehen, mhm. wo solche Gedanken sind. Wie können wir die Jungen bewegen? Wie können wir ihnen Spaß machen? Wo sie es hin? Ist das überhaupt realistisch, sowas alleine im Alleingang zu machen? Hast ja nicht im Alleingang. Also ich sehe es immer so, ich muss es ganz, ganz ehrlich sagen, tun wir uns jetzt einmal ein paar Jahre zurück in Skisport. Warum ist der Skisport jetzt so gut, sagen wir mal, warum steht der so gut da im Vergleich jetzt auch zum Radfahrer? Ja, weil es einfach Initiatoren gehört vor langer Zeit, die genau das System in einer Art, wie ich es jetzt ein bisschen vorher schon vorgelebt haben und gemacht haben. Und logisch muss es der Erste sein, der irgendwie einmal eine Schule macht. Logisch muss es der Erste sein, der den Radsport ein bisschen so, weißt du, auf ein professionelles Training bringt. Ich hoffe, dass dann auch einige auch ein bisschen so mitziehen. Und dass es nachher natürlich auch Staat, Land, wie auch immer, gibt, die das Ganze natürlich auch unterstützen. Das ist natürlich klar. Genau. Also im Prinzip, der Schröcksnadel im Radsport heißt nicht Schröcksnadel, sondern Schwärzler. Ich glaube, das muss man jetzt ganz wirklich nüchtern betrachten, weil was sehr für einen Skisport geleistet hat, ist ja ganz gewaltig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, logisch, das ist meine Vision, aber ich bin ja nie dort. Ich habe jetzt, gut, ich da jetzt 20 Leute, dafür einen Job gehen. Ich habe schon tausende von Leuten weiterbringen dürfen, das ist alles gut, aber ich bin ja ganz, ganz am Anfang von der ganzen Vision. Also obwohl ich vielleicht das ja schon mein Traum leben darf, aber ich bin ja nie so weit wie der Schröcksnadel jetzt. Ja. Aber ich habe auch noch ein paar Jahre. Du hörst noch ein paar Jahre. Ja, genau. Ja. Es ist wirklich total spannend. Ja. Wenn es mal wirklich jetzt gibt, wo du sagst, ich habe Fahrrad nicht im Kopf, gibt es das überhaupt? Oder es dreht sich alles nur um deine Leidenschaft, ne? Ja, also Fahrrad, also mein ganzes Leben ist auf Fahrrad aufgebaut. Also das heißt, es gibt halt nichts anderes. Ja, und durch das, dass das Geschäft oder die Firma halt auch voll mit Fahrrad zum tun hat, ist es halt 24/7 nur Fahrrad. Genau. Ja. Deine Sportmarke, die du gemacht hast, ich habe mir so einen Tschüss-Skianzug gekauft, einen Schiarelli hat dann, wenn sie fertig sind, mit der Karriere quasi, das gemacht hat, wahrscheinlich zum weiteren Klingen präsent zum Singen noch ein Format zu haben. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, eine eigene Sportmarke oder eine Hausmarke zu machen?
Boah, eigentlich ist das ganz einfach gesehen. Das hat eigentlich aber früher mit unserer Episode angefangen. Und muss ich auch ehrlich sagen, das Ganze war schon eher der Zufall. Dass es halt so gesehen ist, dass irgendwelche Leute dann auch gefragt haben, ob es denn T-Shirts gibt mit unserem Aufdruck, also mit unserem Aufdruck drauf. Und dann haben wir gesagt so, ja, bis dato noch nicht, aber vielleicht können wir es ja machen. Und nachher, ja, haben wir halt da die ersten T-Shirts gemacht. Und nachher haben wir gesagt, oi, die Leute, die mögen das. Und genau, und dann ist es ja wirklich ganz, ganz spannend gesehen, dass wir wo wir da angefangen haben, kann ich mich erinnern, haben wir 1000 T-Shirts machen lassen. Und dann denkt so, boah, ja, die heben jetzt einmal eine Weile. Und nachher sind wir tatsächlich innerhalb von, ich glaube, 6 Minuten sind 1000 T-Shirts weg gewesen. Und das war aber noch 2016. Also. Genau. Genau. Und nachher hat das halt aufgenommen, dass wir dann das immer professioneller gemacht haben und dann nachher nicht irgendwelche Blanks hergenommen haben, also irgendwelche Vorlagen von T-Shirts, sondern dann unsere eigenen Schnitte gemacht haben, mit unseren eigenen Stoffen, mit unseren eigenen Produzenten und dann nachher, ja, und plötzlich ist es dann halt eine Bekleidungsmarke geworden, wo dann halt einfach, ja, jetzt ist halt wirklich ihre Stoff, ihr Schnitt als komplett neu, als komplett eigen und genau. Also das heißt, die Fans und natürlich auch die Akademie besuchen und die vielen jungen Leute, die sagen, okay, ich will ein Teil von der ganzen Family sein, die mögen natürlich die Klamotten. Genau, richtig, ja, voll. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir halt die Qualität halt auch schon richtig gut haben, oder? Also dass es auch nicht nur Fans jetzt zum Beispiel sind, sondern wer jetzt zum Beispiel ein gutes Fahrradhäschen hier will, der kriegt bei uns ein mega gutes Fahrradhäschen, also ein ultra gutes Fahrradhäschen zu einem coolen Preis und das ist halt lässig, Und wann kriege ich das ultra coole Fahrradhaus bei Sport Gott, also wie Andreas Titi so zum Kaufen? Erst natürlich, wenn's, wenn man einen Bikepark im Breuzerwald hat, weil sonst ist das Fahrradhaus das falsche Fahrradhaus für das, was wir im Breuzerwald brauchen. Also ich höre für dich zur Information, ich habe jetzt zum Beispiel keine enge Radlerhose, das gibt es bei uns im Sortiment leider nicht. Also, das war ein Indiz an die Regobregenzer Wald. Wenn die Eishalle endlich einmal durch ist, dürft ihr mal ein neues Projekt. Weil das Spannende ist ja, ihr geht, wo ich mit meiner Frau geredet habe, mit der Roswitha, dass ich zu dir Uhr gegangen, oder? Die war ja immer so fasziniert. Ja. Du hast ja beim Sport Gotthard, oder? Genau. Hast du einfach Querialet, Jobbet, ja, genau. Ja, ja. Und mal anders mal sitzt im Sutter die Regalinger rum. Ja. Ich habe ja irgendwie meine Fahrräder ja finanzieren müssen früher. Das ist unglaublich. Weil es ist wirklich eine ähnliche Geschichte. Weißt, du bist dran gegangen und dir ist nichts blöd gewesen. Oder? Du hast es finanzieren müssen, hast du gucken müssen zu kommen. Ja, voll. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe es auch ein bisschen geschickt gemacht. Also ich kann mich jetzt zum Beispiel an einen Zivildienst erinnern, wo ich im Zivildienst gesehen bin. Dort ist es halt so gesehen, ich bin im Roten Kreuz direkt da gesehen. Ja. Und weißt du, Mann, wenn du als Jugendlicher in den Zivildienst gehst, dann ist es immer so, boah, ich will das jetzt so schnell wie möglich rumbringen und und bei mir war es halt von Anfang an klar, so, ich muss mich mit einer ganzen Hauptverantwortlichen, muss ich mich so gut verstauen, dass ich das Zivildienst so einfach wie möglich machen kann, dass ich so viel wie möglich Radfahren kann. So, und nachher war es so, dass ich mich halt muss ich jetzt wirklich so sagen, halt überall hingeschleimt her und mich mit allen gut verstanden her und schlussendlich habe ich die ganze Zeit nur Nachtdienst gehabt. Und ja, untertags halt ist es dann so gesehen, dass ich wirklich Nachtdienst gehabt habe und bei Nachtdienst hast du ja im Breuzerwald das Gute zum Glück, kannst fast die ganze Zeit schlaufen, kannst aufs Cannabis liegen und schlaufen und am Vormittag bin ich zur Gotthard gegangen und habe dort noch geschafft und am Nachmittag bin ich Radfahrer gegangen. Und so hat das ausgesehen. Und ich habe es halt immer probiert, so einfach wie möglich zu machen, dass ich genau das kriege, was ich halt auch will. Aber dann ist es wieder gleich, weil Daniel und Bernhard sind ja auch Zivildienst. Ja, genau, richtig. Im Roten Kreuz gesehen. Ja. Da wäre er wieder genau gesehen. Genau, ja, voll. Klaus ist im Bundesheer gesehen. Also soziale Aspekte, die man hat, mit Menschen zu tun, und das ist jetzt die Dinge-Intuition. Menschen weiterzuhelfen, dass sie besser werden. Ja, genau, auf jeden Fall. Nein, ist total cool. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich die Intuition dort schon gehabt habe. Ich glaube, dort war es, um ganz, ganz ehrlich zu sein, war es dort sicher noch der Punkt, wie kann ich mir die Zeit so einfach wie möglich machen und wie kann ich das tue, was ich gern tue, so viel wie möglich. Und wenn ich jetzt natürlich in irgendeiner Kaserne gesehen wäre, dann hätte ich natürlich nicht Radfahren können. Genau. Ja, das ist ein Soltheim, hätte es gehen, 16 Uhr. Ja. Mit so der Zitrone. Ja, genau, ja. Oder der rote Hülse. Die Amtsbekannte. Ja, voll, ja, ist so, ja. Genau, ja. Du bist, das klingt noch relativ nahe im Ortszentrum, wo die Kirche einmal Glocke hört, Kirchenglocke, die rausgeholt haben. Das Thema du und der Glaube, wie geht Elias mit dem um? Also ich bin wirklich sehr gläubig, sagen wir jetzt mal so. Bei mir ist es nur so der Punkt, dass ich rede dann eh sehr viel mit meinen Brüdern darüber. Ich sage, mir taugt es halt nicht, dass
dass der ganze Glaube halt aber leider auch noch so alt bleibt. Weißt du, man, ich tät gern das viel mehr machen, weil ich wirklich glaube, dass da irgendwie Herz ist. Und es ist schon so interessant gewesen, zum Beispiel, wir waren in der Türkei und der Christentum hat sich ja in der Türkei in den Höhlen, wo wir da unterwegs waren, dort irgendwie so versteckt. Ja, ganz spannend. Auf jeden Fall. Ja, aber ich finde halt das, wie das leider einige Pfarrer oder wie der Christentum das macht, finde ich leider nicht so cool und vor allem nicht so zeitgemäß. Und darum finde ich, dass auch die Absprungrate halt, es ist halt so, wenn du halt nichts modernisierst in jeder anderen, guck mal, muss man ganz ehrlich sagen, jede Firma, die nicht mit der Zeit geht, die jetzt noch, keine Ahnung, Walkmans verkauft, ja, die gibt's halt jetzt nicht mehr. Sondern wenn du mit der Zeit mitgehst, dann wird es langfristig überleben. Hättest du das Gefühl, wenn du den Klientel, was du kennst, ist wirklich im Radsport und einfach sportlich unterwegs, wahrscheinlich im Winter, wahrscheinlich am Snowboard fahre in die Richtung, so Freeriders sind. Ja. Mensch, wenn jetzt die Kirche aktiv oder aktuell oder zeitgemäß wäre, trendig wäre, dass es da eine Beziehung noch gibt. Definitiv, 100%. Ich guck mal nach Amerika. Guck mal da dumme, da sind ja voll viele Junge, sind bei der Kirche voll viele Junge, da ist es halt mehr so, dann singen sie richtig, dann machen sie das jung und lässig und cool. Definitiv ist das der Punkt, aber ich glaube, dass der Zug schon abgefahren ist, um ehrlich zu singen. Weil du kannst ja nicht als Kirche sagen, so und jetzt eine 180-Grad-Drehung und jetzt sind wir jung und cool, sondern das hätte halt mit der Zeit mitgehen müssen. Und dann wäre ich ja definitiv der Überzeugung gesehen, dass das möglich gewesen wäre. So ähnlich wie im Bregenzer Wald mit dem Tourismus, mit der Fahrradfahrerie. Es ist 5:45. Ja. Das klingt provokant, aber man müsste überlegen, wenn man will, oder man lässt es singen, man verschläuft es und dann ist es gut, dann ist es auch. Ja. Wie hat es geheißen, der Film, wo es im Schlaf des Bruder, glaube ich. Ja, ich weiß, was wünsche. Aber bei mir ist es schon so. Schlafendes Fahrrad. Ja, genau. Also ich habe zum Beispiel zwei Nächte zweimal in der Kirche gesungen. Also das heißt, zwei Nächte zaubert und am 25. Also, bei der Kirche kommen da auch sehr, sehr viele gute Ideen. Wenn es auch so eine Zeit ist, wo du halt abschaltest, wo du runterkommst und wo du Zeit hast zum Nachdenken. Dann bist du heute mal der Einzige. Elias, jetzt hätte ich noch eine Frage an dich. Zufriedenheit. Hast du ein Rezept für deine Zufriedenheit? Oder mit einer anderen Frage, bist du zufrieden? Boah, das ist eine enorm schwierige Frage. Also ich für mich selber, ich muss dir ganz, ganz ehrlich erzählen, aktuell in der aktuellen Situation, wo ich leider das Jahr war für mich, wenn es jetzt so sei, wirklich beschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt zwei Leute verloren, das enorm weht auch. Wir haben echt ein bisschen einen Scheiß gehabt und darum muss ich ganz ehrlich sagen, ist aktuell, stelle mir die Frage gerne, bin ich zufrieden oder bin ich nicht zufrieden. Also das ist einfach nur so, hey, jetzt geht es einfach schaffen. Weißt du, also, jetzt muss ich nicht drüber nachdenken, ob ich zufrieden bin oder nicht, sondern jetzt muss ich einfach schaffen. Du blendest genau es wieder richtig, aus. Genau, richtig. Wahrscheinlich, aber das ist wieder deins. Oder? Genau. Du blendest es aus. Ja. Genau, ich finde, das gibt Zeiten, aber wo du das ausblenden musst. Aber alles in allem musst du zufrieden sein. Und ich habe also für mich so eine Liste, finde ich zum Beispiel auch wieder enorm wichtig, dass ich mir jetzt hier ordentliche Ziele setze, dass ich Ziele runterbreche auf jeden Monat, auf jede Woche, auf jeden Tag und das wirklich ordentlich mache. Weil ich finde das so, so wichtig. Guck mal, wenn du mit dem Auto losfährst, du weißt ja immer, wenn du mit dem Auto aus der Grasschusse fährst, weißt du ja immer, wo du einfährst. Ja, aber wo fahre ich denn mit dem Lehrbein? Also jetzt blöd gesagt, ist ja wirklich so. Ja, halt von einem Tag in den anderen in den Lehrbein. Und das ist nicht das, was ich jetzt will oder tue. Und darum setze ich mir ganz genaue Ziele. Und da in den Zielen drin, habe ich natürlich auch das Thema Zufriedenheit und so weiter. Und ich finde, Zufriedenheit setzt sich ja aus voll vielen Sachen zusammen. Also das heißt, da gehört ja zum Beispiel so etwas wie Beziehung oder aber Partnerschaft, keine Ahnung, mit Sarah oder sowas auch dazu, da gehört der Job dazu und so weiter. Und ja, ich glaube, wenn du alle Parts immer wieder ein bisschen besser machst, dann wirst du allgemein immer zufriedener. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich muss mich da vielleicht auch wieder ein bisschen immer am Krawatteln nach unten ziehen, weil ich sage, hey, guck dir mal an, du kannst, wie wir vorher gesagt haben, du kannst den Traum leben, du kannst durch die ganze Welt reisen und kannst tun, was du willst eigentlich. Also wirklich, das ist ja wirklich nicht untertrieben. Ich kann eigentlich machen, was ich will. Und das ist halt das Coole. Und darum muss ich mir da auch schon immer wieder Krawatteln nehmen und sagen so, hey, ja, guck mal, was du alles hast. Und das ist ja enorm cool. Ich muss zum Beispiel auch wirklich sagen, das ist vielleicht jetzt ein gutes Beispiel, wir sind in der Türkei gesehen. Die letzten drei Tage vor der Türkei sind wir in Istanbul im Hotel geguckt, am Laptop und dann geschafft. Wo ein anderer im Prinzip Sightseeing macht und eine Wasserpfeife raucht. Genau. Oder so. Ja. Gibt es die Istanbul-Wasserpfeife? Das ist in Ägypten was da. Ich glaube, Istanbul ist auch ganz. Nein, der Normalraucher, glaube ich. Oder? Ich glaube, Normalraucher ist ganz groß. Ja, voll. Okay. Ja, spannend. Ja. Du, genau.
Elias, es ist echt total spannend gewesen, jetzt die in dem persönlichen Gespräch zum Kennenlernen, dem Znüngerias, wo ich eben eine Kette habe. Das letzte Mal bei der Liesika Bauer Herrn einen Stopfer, einen Riebel überkommen. Ja. Dann über einen Riebel. Jetzt ein Stopfer wäre auch super. Stopfer wäre. Ja. Sollen wir noch einen Stopfer machen? Ja. Ich rufe jetzt Liesi an und sage, das letzte Mal einen Stopfer gegessen. Das ist wirklich, nach Zara, ich glaube, auch schon mal Stopfer gemacht. Aber ich habe auch gesagt, Mama kann besser einen Stopfer. Oh. Das, das ist eine Challenge. Das kommt aus der Definition. Ja, aber da muss man auch sagen, also Thomas von mir, das ist ja, ich bin ja viel bei Josef auf Alp gesehen früher, also ganz, ganz viel. Und dort ist es schon Thomas gesehen, die, oder auch Tante Maria, die schon gewaltig guten Stopfer machen können. Und dann, das, an denen denke ich heute noch viel mal und sagt das auch so, hey, du musst einfach mal ein bisschen mehr Butter in den Stopfer hier tun. Na, weißt du, was da das Thema ist? Jetzt wir mögen den Stopfer unterschiedlich gern. Aha, ja, du hast eine andere Vorstellung davon. Weil ich habe es von Mama, von meiner Oma, also mit Abstand, meine Oma macht den besten Stopfer. Da können wir uns jetzt streiten. Das ist jetzt das, anders. Du willst halt harte Böller und ich will halt einen feinen Mus. Und vor allem, wie Elias Stopfer ist, ist wirklich. Ja, du musst den Stopfer zuerst mit dem Löffel auf dem Boden festdrucken. Ja. Genau, und dann? Nachher und dann tust du den Kaffee rein, oder? Nein, schon ganz normal. Äpfelmus gibt es dazu? Nein, Milch. Mit Milch? Okay. Ja, voll. Also ich nehme einen Stopfer mit Karo-Kaffee hat man es früher, dann haben wir Malzkaffee und dann einen Löffel. Nein, aber das ist vielleicht ein Geheimtipp an alle Stopfer. Erst sie müssen den Stopfer zuerst mit dem Löffel voll auf den Boden eindrucken. Also sowas habe ich davon noch nie gesehen. Siehst du? Also es verbindet. Und ich glaube, der gemeinsame Weg wird dann auch der beste sein. Lass mal Elias mal noch machen. Also besser nicht. Ja, das ist so, ganz schwierig. Jetzt Thema. Es ist echt total toll gewesen. Jetzt machen wir eine Challenge mit dem Elias Glübke da und guck auf seine Mimik, was da passiert. Wir machen jetzt einen Weltrap. Jetzt bin ich gespannt. Ein International. International. Das heißt, einfach, ich mache es jetzt nicht auf Englisch. Aber auf schön Deutsch. Bist du grüßt? Ich bin gespannt, was kommt, aber ich glaube, ich bin grüßt. Jo. Wenn ich richtig genervt bin, dann? Boah, ich bin in dem nicht gut, Dieter. Ich muss immer... Boah, wenn ich genervt bin, dann... Ich glaube, dann will ich einfach eine Ruhe hier. Damit habe ich mein erstes Geld verdient. Mein erstes? Du kannst die Pausen dann nachher kannst kürzen oder im Nachhinein. Du mir alle Zeit der Welt war schon mal so. Jetzt muss ich überlegen, mit was habe ich mein erstes Geld verdient. Ich glaube tatsächlich früher beim Reit- und Fahrverein zum Pfandflaschensammler. Ich beim Motocross-Rennen am Montickel da mal gesehen zum Flaschensammler. Mit dem Beiwagen gesehen. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, auch fürs Kinderdorf Spender gesammelt, glaube ich. Okay. Ja, und dann hat man eine Klinge Sackgeld. Ja, genau. Super. Liebe ist für mich? Zueinander heben. Füreinander hinstehen und da sein. Ja. Mein bestes, unnützes Talent? Stopfen wir. Mein unnützes Talent? Ja? Du, ist echt gute Frage. Ich habe ja schon viele Fragen gestellt gekriegt, aber so eine Frage habe ich noch nie gekriegt. Mein bestes, unnützes Talent? Ich kann mit meinem Finger sowas. So, was ist das? Also, der ist gebrochen. Also, okay. Ja, der ist, nein, aber da muss ich auch wieder ein bisschen was untertun. Das ist nämlich, das kommt früher vom Fußballspieler. Ne? Genau, der hat sich der ein bisschen ausgekegelt, der Finger. Ja. Genau, das ist eine gute Talent. Unnützes. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Für all meine Mitarbeiter, ja, das kommt eigentlich immer wieder öfter vor, wenn irgendwie eine Idee hat oder so. Da rufst du mir danach da und sagst, hey, loset. Anrufen tue ich sie nicht gerade, aber ich schreibe es mir auf. Ja. Aber wenn ich, oder auch für Zara, wenn ich sie vom Vorgau abholen soll, dann stand ich auch auf. Ja. Wie viele Stunden bist du täglich am Handy? Boah, ich glaube, bei mir muss man das ganz hart unterscheiden zwischen am Handy wegen Arbeiten oder am Handy wegen Süchtler. Und Süchtler kann man ganz krass runterfahren, wenn ich auf dem Klo bin. Also das heißt, für mich so ein Thema, dass ich sage, wenn ich auf dem Klo bin, wenn ich auf eine große Schüssel schaue, dann darf ich am Handy rumscrollen und sonst nicht da. Genau. Aber logisch habe ich eine Bildschirmzeit durchs Schaffen von 4-5 Stunden, circa 3-4-5 Stunden. Ja. Okay, genau. Spannend. Manchmal wundere ich mich, dass... Da könnte ich jetzt auch wieder viele Sachen sagen. Manchmal wundere ich mich, dass enorm viele Leute nur darum geht, andere Leute zu beeindrucken. Und nicht zum selber was machen, was einen selber glücklich macht.
Die wertvollste Erfahrung meines Lebens war? Boah, ich glaube zum Draufkommen, jetzt, das kommt wieder zum Gleichen zurück, aber das ist wirklich, das habe ich gerade dieses Jahr wieder gemerkt, also gerade gewaltig dieses Jahr, und zwar zum Draufkommen, schlussendlich bist du allein nicht da. Und schlussendlich musst du es für dich selber so gut wie möglich machen. Und das merke ich jetzt auch zum Beispiel beim Geschäft. Da ist jetzt zum Beispiel so gehabt, dass ich einen Partnerkette habe, mit der mir das Geschäft sein aufgebaut habe. Und das ist jetzt leider auseinandergegangen. Und da bin ich dann halt auch drauf gekommen, hey, schlussendlich, du bist einfach der, der es im Griff hat. Und ja, du kannst jemanden instellen, aber das ist dein Thema und du musst es im Griff nehmen. Und wenn du nicht im Griff hast, macht es niemand. Was war deine beste Entscheidung? Das Studium zum Nagelhänger. Ganz spannend. Ihr denkt, der zweite Teil zu drehen vom Dreamgirl, wo nicht. Also, ja, das ist glaube ich nicht schlecht, ja. Nein, wie ihr sie davor, tatsächlich davor schon kennt. Genau. Auf welche Frage hattest du in letzter Zeit keine Antwort? Wirklich das Thema, die Frage, das klingt jetzt blöd, aber warum hast du dich so verändert? Also so, ich glaube, jetzt ist ein bisschen darauf hingegangen, warum kann sich eine Person so verändern? Also jetzt auch aber zum Negativen. Und warum kannst du, kann man jetzt mal nicht mehr richtig denken? Und bin jetzt vielleicht eh der Depp? Oder ja, oder? Genau. Ein bewegter Moment für mich war? Schon die 272 km/h tatsächlich. Also das war schon sehr, sehr bewegt, natürlich. Genau, aber das hat schon sehr viel in mir geprägt, dass ich halt wirklich auch enorm viel, weißt du, das ganze Geschwätz da, was ich her mit, hey, ich glaube, dass es wichtig ist, im Kopf wieder zum Co, wie man Ängste überwindet, dort hätte ich da halt wirklich einmal auf den Punkt bringen können, wirklich sagen können, hey, guck mal, ich weiß vielleicht ein bisschen von dem, von was ich rede. Genau. Geweint habe ich das letzte Mal. Boah, ich glaube, das kriegt man im Bregenzer Wald auch relativ mit, dass man nicht weint. Dass man als Mann vielleicht nicht weint. Muss ja aber auch ganz ehrlich sagen, das finde ich zum Beispiel hart, das finde ich da im Landhusser schon wieder ganz anders. Also der Husser finde ich wirklich krass, also da darf man in der Familie auch mal weinen und das finde ich, das ist im Bregenzer Wald schon ganz anders. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal geweint habe. Ja, das finde ich schon ganz hart, dass das aber im Bregenzer Wald nicht akzeptiert wird, finde ich teilweise. Als ich 18 Jahre war, da dachte ich das. Boah, du hast Fragen. Boah, was habe ich mit 18 Jahren gedacht? Welt ich muss ehrlich sagen, ich habe mit 18 Jahren definitiv nicht gedacht, dass im Lehrer so viel möglich ist. Und weil du wirst halt schon so eingeschränkt von allen Leuten, die um die um sind. Und dort habe ich logisch nicht geträumt, dass ich dort vielleicht einmal Fußballprofi bin oder dass ich Radprofi bin. Aber dass so viel möglich ist. Ich hätte natürlich nicht gedacht. Ich meine, logisch, das hat sich jetzt verändert. Entschuldigung, ich rede schon wieder weiter. Jetzt ist es so gut. Mal die ganze, ich kann mich erinnern, ich hätte immer, wenn wir wieder zur Kirche zurückgekommen, ich hätte immer, wenn ich die Tauschbier kriegt her und dann habe ich mir immer so ein bisschen was gewünscht, so was ich will oder so weiter. Dort hätte ich mir immer gewünscht, so, hey, bitte lass, dass ich schaffe, zum Fahrradprofi zu werden. Und das habe ich jetzt geschafft und jetzt finde ich, tut man sich schon gerne mal wertschätzen. Für mich ist es jetzt ganz normal, dass das mein Lehrer ist. Ja. Also das heißt, jetzt mal, wenn du Toffstee gekriegt hast, ja, genau, hast du dir jetzt gewünscht. Ja, genau. Ja. Ist du auch heute noch, tatsächlich. Dann hast du noch zwei Wünsche gehabt, Weihnachten, oder? Bist du zweimal gesungen, oder? Genau, richtig. Ja, ja voll, ich habe zwei Wünsche gehabt, ja, genau. So, und jetzt kommen wir zum Schluss. In 10 Jahren, da möchte ich... Dass genau die Vision, die ihr aufgezeichnet habt, dass die in Erfüllung gegangen ist. Das sind sie. Die Missionen, die Visionen. Also echt ultra cool gesehen, der Podcast. Es hat jetzt 2 Teile gegeben. Das ist aber, man könnte wirklich 4 Teile machen, wenn nicht sogar mehr. Ja. Aber vielleicht hocken wir wieder die 5 Jahre mal zusammen und gucken, was aus dieser Vision geworden ist. Und vielleicht startet dann aber der noch so ein Fahrrad mit einem Schäserweige. Die könnte ja noch sein. Gucken wir es an, ja. Gucken wir es an. Nein, Mann, also ist auf jeden Fall ein Punkt, der auf jeden Fall irgendwann dazugehört, ja. Es gehört dann natürlich ein kleiner Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerin dazu. Du, Elias, Sarah, vielen Dank, dass ich da singen durfte. Es war jetzt echt sehr imposant und ich hoffe für euch, die zugelassen sind, auch und vor allem, was alles möglich ist im Leben. Ja. Danke für dich. Ich habe mich gefreut, danke fürs Vorbeikommen da haben wir und jeder, der das gehört hat, geben Gas und machen das Beste draus. Ist alles möglich, glaube ich. Und jetzt gibt es noch ein Foto, da klingt das Film mit dem Fahrrad. Da will ich noch einhocken. Ideal. Super. Servus. Schönen Abend.